Hey Leute, was geht ab? Euer PaxRadar ist am Start und willkommen zum Squad Builder Tag Nummer 2. Heute habe ich mal ein Hybrid Squad Builder für euch vorbereitet in der Formation 4-1-2-1-2. Und im Tor haben wir in meinen Augen den besten italienischen Keeper und auch den besten Keeper aus der französischen ersten Liga, nämlich Salvatore Sirigu von Paris. Der beste italienische Keeper. Jetzt halt angesichts dessen, dass ich halt noch nicht Buffon Team of the Season ausgetestet habe. Also da kann ich jetzt noch kein Urteil bilden, weil Buffon Team of the Season hole ich mir eventuell demnächst mal. Weiß ich noch nicht, muss ich mal schauen. Aber Sirigu ist definitiv ein richtig guter Torhüter. 85 Hechten, 87 Reflexe und 84 Positionsspiel sind so die Werte, die so herausstechen. So, dann kommen wir auch zur Innenverteidigung. Da haben wir... der rechte Innenverteidiger ist halt Thiago Silva. Und Thiago Silva habt ihr ja schon in meinen letzten oder vorletzten Squadbuilder gehört. Ich liebe diesen Typen in meinen Augen auch besser als Sergio Ramos und so weiter. Also Thiago Silva, der beste Innenverteidiger, also der Gold-Rare-Innenverteidiger, den es hier in FIFA 15 gibt. 90 Defensive, 80 Physical, 78 Tempo. Was will man mehr haben als Innenverteidiger? Es geht einfach nicht mehr, Leute. Ein Onua oder sowas kann natürlich mit Tempo mithalten, aber mit seinen Defensivwerten und auch bei halt Ingame merkt man das richtig. Der räumt sowas von ab, Leute. Der räumt auch einen Aubameyang und sowas ab. Also Thiago Silva, Kaufempfehlung pur. Unser linker Innenverteidiger ist Gabriel, ebenfalls ein Brasilianer vom Verein Arsenal in der Barclays Premier League, Arsenal London. Und Gabriel... ja, kann man eigentlich sagen, den hatte ich vorher noch nie getestet. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn hier getestet habe. Und Gabriel fand ich nicht schlecht. Ist eine kleine abgeschwächte Version von Thiago Silva, kann man sagen. Gewinnt aber definitiv nicht so viele Zweikämpfe wie Thiago Silva. Also ist in Ordnung der Spieler, aber jetzt auch nicht eine richtige Granate, sage ich mal. Unser linker Verteidiger ist Kieran Gibbs. Passend für Gabriel, der spielt ja auch bei Arsenal, ist ein Engländer, und Gibbs ist so ein kleiner Allrounder, der aber nicht schießen kann, aber schießen muss er auch nicht können, weil er linker Verteidiger ist. Sonst sind eigentlich alle Werte richtig gut, aber herausragend ist er jetzt auch nicht. Also ein Kai Walker oder sowas, wenn man ihn jetzt mit einem Walker vergleicht, ist Walker definitiv besser, alleine schon wegen das Tempo. Unser rechter Verteidiger ist definitiv besser als Gibbs, nämlich Isla von Juventus Turin, hat Arbeitsraten hoch, feiere ich ja, und ist ebenfalls ein kleiner Wonder, der ebenfalls wieder nicht schießen kann, aber schießen muss er ja nicht können. 74 Schuss, 84 Tempo, ist definitiv in Ordnung. Wer hat hier mehr defensiv? Kips hat zwar mehr defensiv, Werte, Punkte, wie kann man noch sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Isla hier 73, deshalb habe ich ihm noch Sentinel gegeben, dass er ein bisschen mehr abräumt da hinten, aber Isla ist definitiv eine Kaufempfehlung ebenfalls, weil er kostet nur 15.000 bis 20.000 oder sowas. Und deswegen kann man ihn auf jeden Fall schon mal gönnen. Besser als Caceres oder in Form meiner Meinung nach. Also, ja, mehr muss man dazu, denke ich mal, auch nicht sagen. Kommen wir zum ZDM. Da haben wir Casemiro, einen Transferspieler. Der hat ja bei Porto gespielt und jetzt wieder bei Real Madrid. Also er ist ja ausgeliehen gewesen, wenn ich mich jetzt richtig informiert habe. Casemiro... 66 Tempo, ja, ist in Ordnung, 79 Physical, 73 Defensive sind so die Werte, wo ich raufgeguckt habe, weil als zentraler defensiver Mann braucht man jetzt nicht so viel Tempo, deswegen ist 66 Tempo definitiv in Ordnung. Und Casemiro, ja, ist jetzt nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes, kann man sagen. Da kann man, wenn man Khedira oder sowas stellt von Real Madrid, ist man da definitiv besser dran, aber Khedira kann man da halt nicht stellen, weil ich halt brasilianische Innenverteidiger gewählt habe. Unser rechter Mittelfeldspieler ist Lichtsteiner. Und Lichtsteiner ist definitiv ein Allrounder, der aber auch nicht schießen kann. Das ist das einzigste Manko an diesem Spieler. Hat alle Werte so, ja, überdurchschnittlich, über 75 circa, würde ich mal jetzt sagen. 84 Tempo sogar, 82 Physical, 78 Defensive. Also wenn Isla mal vorne ist, ist definitiv Lichtsteiner hinten. Also das feiere ich an Lichtsteiner. Aber wenn man mit ihm vorne ist, sollte man definitiv nicht schießen. Hier haben wir im linken Mittelfeld Neymar.
Und zu Neymar muss ich, denke ich mal, nicht sagen, eine Granate pur. Deswegen habe ich mit ihm auch eine Serie gestartet, Neymars Casino. Ich denke mal, die kennt ihr sogar. Auf jeden Fall, wenn man Neymar hier austauscht und einen Pedro dahin packt, ist das Team NLW. Aber ich wollte Neymar packen, weil Neymar definitiv besser ist als Pedro. Und dann kommen wir zum Z-Turm. Und das ist hier so gesagt, ja, wie kann man sagen, die Überraschung des Teams, Luka Modric. Ich habe nicht gedacht, dass der Typ so gut ist, Leute. Ich habe ja am Ende wieder ein paar Torszenen reingepackt und schaut euch die Torszenen von Luka Modric an, Leute. Der springt in Bälle hinein, der hat einen guten Schuss, der ist einfach richtig geil. Den, denke ich mal, werde ich noch, oder den seht ihr, denke ich mal, noch öfters in Squad-Bilder jetzt von mir. Ich feiere diesen Typen, den muss ich einfach weiterhin austesten. Ich habe 4 Spiele gemacht und ich glaube, ja, ein Spiel habe ich leider verloren, muss ich jetzt zugeben. Und dann, ja, kommen wir zum Sturm. Einmal haben wir da Luis Suarez, den Beißer, und Suarez, ja, ist natürlich eine richtige Granate. Okay, wie oft sage ich hier Granate in diesem Squad-Bilder? 83 Tempo, 87 Schuss, 88 Dribbling, 4 Sterne, genauso wie Modric. Neymar hat sogar 5 Sterne, die anderen haben jetzt, glaube ich, nur 2 oder 3 Sterne, also die einzigsten 3 Spieler hier vorne, die ein bisschen skillen können. Mandzukic hat 3 Sterne. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich glaube schon 3 Sterne, wenn nicht sogar 2, aber ich glaube 3. Und Mario Mandzukic ist ja sogar ein Transfer und das wird auch, denke ich mal, im Titel stehen, Transfer Mandzukic oder sowas. Und da muss ich wirklich sagen, ist ebenfalls die zweite Überraschung des Teams, Mario Mandzukic, definitiv besser als die Atletico Madrid Version, weil Atletico Madrid Version hatte ich schon mal ein paar Mal ausgetestet, aber die Juventus Turin Version spielt sich irgendwie besser, muss ich sagen. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Mandzukic ist auch wendig, muss ich sagen. Seht ihr auch in den Torszenen, weil wie er manchmal da an Verteidiger vorbeigegangen ist. Leute, das ist einfach nicht mehr feierlich. Wie gesagt, Suarez und Mandzukic, ein geiler Sturm. Könnte ein bisschen schneller sein. Also Suarez ist schnell genug, finde ich. Aber Mandzukic könnte ein bisschen schneller sein. Einzigster Minuspunkt an Mandzukic. Meiner Meinung nach. Gewinnt auch Kopfballduelle, 87 Physical. Also mehr muss ich dazu, denke ich mal, nicht sagen. Ihr seht jetzt noch ein paar Torszenen. Also bleibt definitiv dran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Euer Pax Brothers raus. Tschüssikowski und ciao.